Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Nee, er ist nicht tot. Ach, da ist ja noch einer. Oh, das ist ja ein legendärer Supermutantenschlachter. Wow, und die haben keine Munition mehr. Sehr schön. Yay! Wenigstens habe ich noch Punkte bekommen. Wow. Okay, Moment. Hey, brauchst du was? Ja. Nee, warte, gar nicht. Ich muss erstmal selber gucken. Was haben wir jetzt überhaupt alles aufgenommen? Ich bin... Das Doofe bei mir ist immer, dass ich... Ach, das ist eine Dings, eine MG ist das. Hatte ich... Pistole, wo ist denn... Da ist das normale. Schmeißen wir das weg. Maschinenpistole. Die normale Maschinenpistole kann man auch wegschmeißen. So. Sehr schön. Alter. Das ist ja ungewohnt. Okay. Schauen wir uns erstmal hier um. Alter, ey. Paladinens geht hier mal richtig ab. Meine Güte. Ich habe ja fast gar nichts zu machen. So. Okay, war auch natürlich ein bisschen doof, dass wir auch nicht selbst nicht so viel dabei haben. Have eyes. The walls have eyes. Was steht da? Dingens are watching. Communists. Communists? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schaut irgendjemand zu. The red. Ja, okay, klar, Kommunisten. Ich meine, rot. Also, ne? Kann man sich ja schon denken, was damit gemeint ist. So, Speiseöl. Ja. Erstmal Speiseöl runterwürgen. Pro-Snap-Kamera. Technisches Dokument. Oh. Haben wir gleich was für unseren liebsten Freund mitgenommen. Wir sind von da gekommen. Achso, genau, ich hier. So, Aufzug. Wir können den Aufzug öffnen. Naja, verlassen würde ich das jetzt nicht nennen. Verlassen ist, wenn hier wirklich niemand ist. Aber hier sind ja immer noch Supermutanten. Was ist denn das? Flankenhaft im Kampf vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Enter. Achso, warte. Stichflügerfleisch. Boah, das rüsten wir aus. Und das schmeißen wir dann weg. Boah. Wie cool ist das denn? Ich habe was Legendäres aufgesammelt. Oh mein Gott. Oh, Whisky. Oh, Patronen. Also ich glaube, wenn wir hier alleine hingegangen wären, ne? Ne. Ich war vermutlich wahnsinnig geworden. Hätte mir mit Sicherheit irgendwie 30 Jahre gebraucht, bis ich die hier alle platt gekriegt hätte. Ne. Knochen des rechten Arms. So etwas brauche ich nicht. Oh, ein Köpfchen. Schön. Staubwedel. Erstmals hier sauber machen. Entsperren für Einsteiger. Ach, komm schon. Ja, easy. Yeah. Easy peasy. Was soll ich hier? Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Alles mitnehmen. Einfach alles mitnehmen. Können wir ja alles irgendwo gebrauchen. Oh, ein Safe. Nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ach, verdammt. US-Handbuch für verdeckte Einsätze. Du hast eine Ausgabe des US-Handbuchs für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist darauf im Schleichen schwieriger zu entdecken. Umgesehen haben. Sehr schön. Schieß sofort strong. Cool. General Blocks Terminal. Was gibt es denn im Terminal? Bericht. Juni 2075. Heute ist das Kommando von Fort Strong auf mich übergegangen. Ich freue mich schon, der US Army beim Testen ihrer experimentellen Waffensysteme in unserer Anlage behilflich zu sein. Die Männer haben auf meinen Befehl hin die Insel bereits für die Tests vorbereitet, die alte Kaserne abgerissen und eine simulierte Stadt errichtet. Da wir den Feind an einer urbanen Front bekämpfen werden, ist es meiner Meinung nach am besten, diese Waffen an zivilen Gebäuden zu testen. September. Wir haben an neuen Lieferungen T-51B Power-Rüstungen getestet, die von den Technikern der Army gerade fertiggestellt worden sind. Ich bin von dem umfassenden Schutz beeindruckt, denn sie
den sie unseren Soldaten bieten, während sie ihnen gleichzeitig große Mobilität ermöglichen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass den Soldaten das Springen diesen Dingern immer noch schwerfällt. Wegen des Gewichts des Anzugs fallen sie bei harten Landungen häufiger um. Die Jungs von der Wartung haben sich das mal angesehen und sie schlagen vor, ein Gyroskop und Stoßdämpfer in den unteren Torso einzubauen. Ich werde dies nach oben weitergeben und sehen, ob ich Washington dazu bringen kann, die Extrakosten für die Modifizierung auszugeben. Februar 76. Die Situation im Ausland spitzt sich zu, deshalb hat Washington uns angewiesen, die Projektlaufzeiten zu halbieren. Ich habe sie auf die dadurch entstehenden Gefahren hingewiesen, doch wir scheinen keine große Wahl zu haben. Ich habe mich entschlossen, meine Mitarbeiter in Team Alpha und Team Bravo aufzuteilen, sodass wir in zwei Projekten gleichzeitig arbeiten können. Dadurch arbeiten zwar weniger Leute an einem Projekt, aber ich bin überzeugt, dass wir den neuen Zeitplan trotzdem einhalten können. Ich werde Team Alpha an der Powerrüstung und Team Bravo an den neuen M42 Fatburn-Werfern arbeiten lassen. Wenn das mal nicht gut klingt, oh, die Fatmans sind echt cool. Februar war das, glaube ich. Team Alpha hat gerade den ersten Schwung T-51B-Anzüge an die Front nach China geliefert. Den Berichten nach zeigen die Anzüge eine bessere Leistung als erwartet und fressen sich durch feindliche Panzer und Rüstungen, als ob es Papier wäre. Angeblich ergeben sich einige feindliche Truppen sogar, wenn sie die Power-Rüstungstruppen mit ihren 5mm Miniguns auch nur sehen. Sieht ganz so aus, als hätte sich Team Alpha eine Ausgangserlaubnis fürs Wochenende in Boston verdient. Ja, Ausgangserlaubnis. Ach nee, das war Juni. Krass. Dezember. Dezember 76. Team Bravo hat gerade damit zu kämpfen, dass das abgefeuerte Geschoss des M42 nicht weit genug fliegt. Das Problem liegt darin, dass der Gefechtskopf nach wie vor zu schwer ist, um die erforderliche Distanz zurückzulegen. Unsere simulierten Soldaten bekommen immer noch zu viel Strahlung ab und erleiden Verbrennungen durch die Explosion. Einer der Techniker hat den radikalen Vorschlag gemacht, eine kleinere Sprengladung zu wenden, um das Geschoss schneller aus dem Werfer zu katapultieren. Seine Berechnungen klingen vernünftig, also werde ich es ihn versuchen lassen. Und September 77. Oh, das ist ja auch ziemlich weit zurück. Nach einigen Rückschlägen und dem Verlust eines Testtrupps haben wir die Feuerverrichtung des M42-Werfers endlich perfektioniert. Washington hat mich gedrängt, dieses Projekt zum Abschluss zu bringen, doch für eine so wirkungsvolle Waffe wollte ich mir ausreichend Zeit nehmen. Wir haben die Werfer zum Lager in Mississippi geschickt und warten nur noch auf den Befehl, die Gefechtsköpfe dorthin zu verschiffen, wo sie gebraucht werden. Hoffentlich sind wir diese Atomraketen noch vor Ende des Monats los. Ich fühle mich nicht wohl, nur wenige Meter über einer Menge an Atombomben zu schlafen, die die gesamte Insel ausradieren könnten. Das stimmt, das bereitet einem durchaus ein wenig Unbehagen. So, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war's hier. Nur ein Schrotthaufen. Ja, dann lass mich mal durch. Dankeschön. Vorsicht, dieser Ort mag verlassen wirken. Wir sollten aber weiterhin wachsam bleiben. Juhu! Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Oh, okay. Ich wollte mal hier hoch. Hier kommt man doch bestimmt auch hoch, ja? Ja. Haha. Das nehmen wir mit. Technische Dokumente nehmen wir natürlich allesamt mit. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass die irgendwie einen Wert besitzen, der uns irgendwie schwer auffliegen könnte. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, wo konnten wir denn noch hier weiter? Was ist das? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Ach genau, hier ging es ja noch weiter, ein Aufzug. So. Aktivieren wir einfach mal den Aufzug und schauen wir mal, was passiert. Ja. Ja, beweg dich. Ey, Fettklops, komm rein. Dann kuscheln wir halt ein bisschen. Ist ja nicht so schlimm. Ach, oder verschwinde einfach. Löst dich einfach Luft aus. Ah, oh Gott. Da ist er. Ein bisschen kuscheln. Hallo, Süßer. Auch hier. Okay. Dann beweg dich mal. Dankeschön. Was gibt es denn hier so alles? Agnes Klemmbrett, Seife. Wieso? Immer liegt Seife. Ach nee, doch nicht auf dem Boden im Schreibdings. Egal. Egal. Aber es ist schon ein bisschen auffällig, dass Seife sich hier eher im unteren Bereich befinden. Alter. Oh, Jet. Aber das mag ja der Paladin nicht so gerne. So langweilig. Der ist langweilig. Ölkanister. Mutantenhund? Wo ist ein Mutantenhund? Da ist ein Mutantenhund. Grüß Gott. Ich will mal erstmal gucken. Haben wir nicht vielleicht... Ja.
Richtig, Lasermuskete. Wieso haben wir nur noch so wenige? Oh, das ist so schade. So schade, Schokolade. Schaden 10. Wow. 30, 19. Ich gehe mal jetzt erstmal nur nach Schaden. Die Kampflese macht auch so viel Schaden. Warum ist sie dann trotzdem so Pillepalle? Ich setze die mal nach hier hin. So. Alter. Alter, was ist das denn? Oh. Grüß Gott. Oh, oh. Oh nein. Nein. Oh, dumm. Oh. Das war gerade richtig dumm. Ja. Wäre ich mal einfach stehen geblieben. Die haben das voll verpeilt. Die haben den so weit weggeschmissen. So, was gibt es denn so? La 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 la. Oh, Alter. Alter, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Puh. Oh, oh. Puh. Oh, Alter. Können wir mal aufhören mit ihren Granaten? Was? Was? Von wo? Von wo? Von wo? Was ist denn da gerade angekommen? Oh Gott, was war das? Ach, wirklich? So. Nur sehen, ich Supermutant. Angst bringen und ich auch Supermutant. Nein, nein. Was erzählen die denn da? So, Moment. Splittermine? Nein, ich brauch. Da. Kuh. Auf die 2. Wenn du nicht verstehen, Bruder, ich anders, du wie Rest von uns. Sein, was sei, du nicht mehr sagen. Wenn ich kein Krüpfer das Geräusch lassen will, muss das zu Recht haben, vielleicht. Ich glaube, jetzt check ich das langsam. Oh, grüß Gott. Oh, 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 oh. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Okay, diesmal kriegen wir es hin, diesmal kriegen wir es hin, diesmal kriegen wir es hin. La, 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 la. Ich sollte lieber Stimpack nehmen. Es ist ein bisschen doof, wenn wir beide hier sind. Aber hier bin ich auch im offenen Gefecht. Das ist ein bisschen doof gemacht gerade. So. Oh oh. Oh oh. Puh. Puh, da ist noch einer. Pass auf, Dance! Ah, ich muss nachladen. So. Wo ist der? Wo ist der? Da hinten. Was? Von wo denn? Von wo? Ich verstehe das nicht. Von wo kam das? Ich sehe das von irgendwo. Oh, verdammt! Das gibt's doch nicht! Warum kein Kübelkopf hier? Wie nur die beide abreißen. Tod, wir haben durchs Zeug. Na komm raus, Hund. Mann, da muss immer irgendwas kommen und ich sehe es nicht. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht so eine Rakete wirft, aber ich sehe es halt nicht. Und das ist das Problem. Ja, komm, Hundi.
Put, 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 put. Komm, Hundi, komm, Hundi. Ja. Komm, Hundi. War der gerade? Ich weiß es nicht. Da ist der. Oder es ist auch ein Zubehörtan. Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß nicht, was es ist, was er da herumschmeißt. Ich weiß es nicht. Ich sehe es leider auch nicht. Oder habt ihr gerade was gesehen? Also ich habe gerade... Machen wir es einfach mal. So, nachladen. Und weiter. Alter, warum treffe ich? Ich treffe den ja gar nicht. So, ich werde mal, ich will mal ganz kurz gucken. Wie kann man hier einen Quicksafen? Ich kenne leider den Dings gar nicht, den.